Oh, du Scheiße. Easy, die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Aua. Finde Elizabeth, wo lang darf ich denn gehen? Geradeaus und dann irgendwie... Dankeschön, das hatte ich gerade, weißt du, gerade hatten wir das Luftschiff. Aber, ganz ehrlich, er hätte sie ja nach New York bringen können. Aber vorher hätte er doch mal mit ihr nach Paris fliegen können. Oder? Das wäre doch... ganz gut gewesen. Das wäre vielleicht sogar ein etwas schlauerer Plan gewesen. So. Ich klaue mal ein bisschen das Geld, was hier rumliegt, ne? Hallo, nimmst du das mal bitte? Ist das dein Geld? Das darf ich das deshalb nicht nehmen, oder? Hm? Erzählst du mir das? Oh! Was? Ich war das nicht. Ups. Aber jetzt haben wir unser Geld wenigstens. Kann ich den durchsuchen? Ja, komm, stehen wir wieder auf und dann... Ach, das nehme ich alles gerne mit. Ich tue euch nichts. Alles gut. Na gut, wenn dir jemand eine Knarre dabei an den Kopf hält, ist das, glaube ich, nicht so glaubwürdig. Irgendwie war das cooler, als wir Begleitung hatten. Hm. Da komme ich nicht durch. Haben wir noch unsere... Wo muss ich lang? Ich glaube, irgendwo hier unten. Da lang. Tja, ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Edward Teddy Taylor, ein Weißer, 17 Jahre alt. Klagt wegen spiritueller Verfehlungen, weil er täglich zu... Warum hat er jetzt angegriffen? Darf ich bitte erstmal hier alles einsammeln? Noch irgendwas da? Ja, da sind noch Münzen drin. Die hätte ich ganz gerne. Danke.
Alter, wie viel hält der Typ aus? So. Was soll ich hier drin irgendwas finden? Nein, okay. Oh, guck mal, wen wir da hinten wieder haben. Ich glaube, ich werde hier gleich einmal sterben. War aber klar, weil... Boah, ich hatte so wenig Leben und alles. Boah. Ja, bitte öffnen. Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt? Wir haben wieder ein bisschen mehr Munition in allen Sachen. Stört euch nicht, ne, dass ich hier euch ein bisschen Sachen klau. Gut, der ist schon mal weg. Mann, Mann, Mann. So. Drei gezielte Schüsse und das Ding ist kaputt. Ich habe kein Salz mehr. So. Okay. Nehme ich gerne mit, das Salz. Achso, das ist nur so ein Roboter. Ich dachte, hä? Wer liegt da denn? So, wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier erstmal hoch. Ach, hier sind wir wieder. Okay, hier haben wir noch Salze. Die nehme ich natürlich mit. So. Nee, Pistole will ich nicht. Die ist mittlerweile nicht mehr so gut. Hier haben wir alles schon durchsucht. Warum gehe ich hier nochmal rein? So. Achso, sind nur die Knarren. Ne, ich behalte mein tolles Gewehr. Ich finde das schöner. Nicht, dass ich mich daran verletze. Ne? Salz ist wieder voll. Sehr gut. Was haben wir hier hinter? Komme ich nicht hin. Okay. Okay, okay. So. Also. Oh, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt hier so ein schönes Scharfschützengewehr. Und das hier. Gewehr, es tut mir leid. Ich lasse es zurück. Wir werden es bestimmt nochmal wiederfinden. Und dann nehmen wir es wieder mit. Aber jetzt lasse ich es erstmal hier. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Nein. So, lauf doch mal, Mann. Ich will bloß mit dir reden! Soll ich sie schocken? Soll ich sie mal schocken? Ah, kann ich nicht. Doch, kann ich. Aber nicht auf sie. Ach! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab!
Aber was macht die hier? Das war ja sehr schlau. Wow, das war ja schlau von der. Na gut, haben wir wenigstens wieder was zu tun. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Loslassen! Ich habe uns, wir tun ihm den Gefallen! Was geht hier vor? Endlich! Hupsala! Ich hol mal kurz Elisabeth, ne? Bam. Oh, ich hab kein Leben mehr. Schade. Ach, Kacke. Och, Manno. So, nochmal. Ja, ich. Mann! Boah, die verziehen aber ganz schön hier die Teile. Warte mal. Die nehme ich doch nochmal mit. Boah! Ich brauche mal kurz eine Pause. Ah, ach, Manno. Macht doch so keinen Spaß. Na ja, gut, dann mache ich hier ganz kurz eine Minute früher Schluss, zwei Minuten früher Schluss. Aber es geht ja morgen weiter, keine Sorge. Also bis morgen. Ciao.